Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 3 im neuen Jahr 2013. Ich hoffe, ihr habt Silvester gut überstanden, ich auf jeden Fall. Und wir sind wieder im Far Cry 3 unterwegs und haben soeben eine Mission angenommen, dessen Missionsvideo oder beziehungsweise Einstiegsvideo nicht irgendwie aufnehmbar war. Also mir ist ja schnell irgendwie das Spiel abgeschmiert beim Aufnehmen, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Jedenfalls ging es darum, wir sollten ja in letzter Folge diesen Kompass aus dem Schiff holen, was wir auch dann auch erfolgreich wieder gesprengt haben, aus Versehen irgendwie. Ich weiß nicht, wie es genau zustande kam, weil es ist schon ein bisschen her, wie wir das Schiff da hochgejagt haben. Jedenfalls sollen wir dann zurück zu Buck kommen. Und Buck meinte, wir sollen den Kompass nutzen und uns hier durch diesen japanischen Bunker kämpfen. Denn da irgendwo muss dieser, ja, Dolch sein, den er benötigt, damit wir Keith befreien können. Deswegen machen wir das einfach mal und gehen mal in diesen Bunker rein. Bin sehr gespannt. So, betritt den Bunker, haben wir abgeschlossen. Erreiche das U-Boot-Dock. Ah, gut. Also sind wir hier in einer U-Boot-Station. An Ratten fehlt es auf jeden Fall nicht. Sie haben sich hier ausgetobt. Ja, aufgetobt haben sie sich auf jeden Fall. Was ich noch richtig austobe, ist die fehlende Kantenklettung hier drin. Merkt man auf jeden Fall richtig übel. Aber die zieht zu viel Leistung, wenn ich die anmache beim Aufnehmen, dann kann es mal schnell zu einer Ruckelpartie ganz kurz werden. So, wie komme ich denn jetzt weiter, Mensch? Kann man hier irgendwo... Oh, nee, ne? Gut, dass da irgendwas in der Luft schwebt, auch nicht schlimm. Ach, hier. Hier geht's weiter. Mensch, hätte ich doch sehen müssen. Ich bin eine Schlange. Ach da, guck an. Mensch, habe ich gar nicht. Wollte gerade sagen, ich hatte eine Schlange im Hintergrund. Versteckt sich das Scheiß hier einfach in diesem Zeug hier. Ist aber gut getarnt gewesen, muss man sagen. Die Farbe hat gepasst zur Schlange. Nicht schlecht, Schlange. Punkt für dich. So, wo bin ich jetzt? Bin ich hier richtig? Wir sehen eigentlich bei mir die Ratten alle roh, wenn ich dann sehe. Sind das Feinde? Die können mich doch nicht töten, oder? Ist ja nicht so wie in Dishonored, wo die Ratten einfach mal richtig böse werden können und dich umbringen können. Scheint aber nicht so. Hier geht's aber hoch. Ist schon krass, dass man hier so durch Bunkeranlagen schleichen muss. Das war eine Schlange? Denn Rock Island spielt ja irgendwo im Pazifischen Ozean, habe ich mal gelesen. Und die Japaner haben das damals auch besetzt, natürlich. Im Zweiten Weltkrieg, diese Insel. Beziehungsweise diese Inselreihe, es sind ja mehrere Inseln. So, wir haben das U-Boot-Dock erreicht. Sie haben noch kein U-Boot. Da ist aber eine Kiste. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das sind bestimmt noch die ein oder anderen Gegner. Oh ja. Oh Scheiße. Was, Männer sind hier? Ich glaube, das fast vor mir ist, dieses komische röhrenartige Ding, ist bestimmt ein U-Boot. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein U-Boot. So. Ganz kurz checken, was unsere Fähigkeiten machen. Denn wir haben noch genau 2 Fähigkeitspunkte. Und ich würde gerne, ja, einen bestimmten Skill suchen. Was ist denn? Was? Granaten-Takedown? Okay. Ach hier, Tod von unten, genau. Das wollte ich machen, nämlich aus dem Wasser ermorden. Das möchte ich gerne haben und dann würde ich gerne Granaten-Takedown. Zieh einen Gegner in den Stift aus der Granate und stoß ihn weg. Ja, können wir vielleicht ein andermal machen, aber was ist das hier? Adrenalin. Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich 50% schneller. Ne? Das klingt doch super. So. Dann testen wir unsere Fähigkeiten noch gleich mal. Ach, guck mal, hier ist sogar ein altes Flugzeug von Japanern. Nicht schlecht. Das ist echt gruselig hier. Mann, ich kann natürlich gar so, Takedown. Und zack, das Messer in den Hals gerammt. Ach, schön. Freut mich. Oh, da hat, man, da hat mich einer gesehen. Scheiße. Nein! Das wollte ich nicht, Mensch. So viel zum Thema
reinschleichen und ein wenig. Okay, sagt er einfach runter. Ja, soviel zum Thema reinschleichen und ein bisschen erkunden. Na gut, dann machen wir. Ach, da ist auch noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Zack. Zack. Wie sind denn hier, Alter? Alter. Muss man eine Spritze nehmen? Da oben ist noch einer, den habe ich gesehen. Dich habe ich auch gesehen, Freund. Komm, das gleiche kriegst du wieder zurück. Ah, super. Jetzt aber, komm. Was? Der lebt noch? Das kann nicht sein. Jetzt aber, Mensch. Schmeiß einfach den Molotow in die Fresse und dann stirbt er nicht davon. Das finde ich aber frech. So, gucken wir uns mal das U-Boot genauer an. Oh, ist doch ganz schön groß. Komm, das sieht doch so auffällig auf, da muss da was drin sein, oder? Ist doch meistens irgendwas versteckt. Vielleicht? Nein. Ach ja, Mensch, ich hab's doch gewusst. Irgendwas muss doch versteckt sein in diesem U-Boot. Können wir da noch weiter hochklettern? Nee. Das geht leider nicht. Kommen wir da wieder raus? Nee. Also den ganzen Weg wieder zurückschwimmen. Was ist das denn hier? Breezewakame. Ach, blaues Blatt ist das, okay. Einen Sprintschub können wir herstellen. Guck mal, was das Ganze noch so Herstellung. Warte mal, was haben wir denn noch hier? Medizin. Kann man eine Spritze herstellen? Was ist das denn? Endorphinschub. Stimuliert die Endorphinproduktion, heilt dich vollständig und bietet 4 zusätzliche Gesundheitsfelder. Diese Felder regenerieren sich nicht. Okay, das ist interessant. Das muss man auf jeden Fall merken. Dann brauchen wir 2 oder ein grünes Blatt, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein grünes Blatt. Das sollte auf jeden Fall nicht so schwer sein, das zu finden. Okay, dann los. So, den Höhleneingang haben wir gefunden. Finde einen Weg in die chinesische Ruine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht es also schon in die asiatische Kunst hinein. Ich hör doch schon wieder irgendwie rumschreien hier. Ja, Kung, das ist schon der Erste. Das war ja klar. Komm, komm mal hier vor. Na komm, beweg dich ein bisschen schneller. Zack. Ja, das war schon wieder so ein Fail von mir. Der hätte ich einfach vorstürmen dürfen. Nein, das habe ich auch selber angezündet. Ich bin so dämlich, ey. Ah, fuck, ey. Das hat. Wo kam der denn auf einmal her? Der kam einfach um die Ecke gelaufen, ey. Das gibt's doch nicht. Das war natürlich ein richtiger Fail. Da dachte ich, da unterhalten sie sich gerade richtig schön um diesen Dolch, den wir da finden sollen. Und da kommt der einfach um die Ecke geschlichen hier. Und entdeckt mich einfach. Das gibt's doch nicht. Ach so. Okay. Deadway, wir hätten mal bestimmt eventuell auch noch. Hätte uns der Sackgesicht da vorne nicht so gleich entdeckt. Hätten wir bestimmt auch noch das auslösen können und die vielleicht da vorne wegsprengen können. Da lagen, glaube ich, noch welche rum. Chance vertan. Was haben wir hier schon? Ist das eine PKP oder was ist das? Nicht schlecht. Sind auf jeden Fall sehr gut ausgerüstet, diese Piraten von Vars, diese Gefolgsmänner von ihm. Schön Affe. Greift er mich an Jan? Oh. Na gut. Ach, das war's einfach. Einfach den Affen, das Leder. Einfach das Leder anziehen, okay. Wer ist das hier? Makak. Okay. Makaken also. Das sind, glaube ich, diese frechen Affen, glaube ich, die ja jedes Mal irgendwas klauen müssen. Wenn ich mich recht entsinne.
Wo ist er? Ich hab doch gerade eine Schlange gehört. Hä? Boah, Alter! Mann! Du Scheißvieh aber auch, ey. Die verstecken sich aber auch gut, Mensch. Meine Fresse. So, haben wir jetzt eigentlich ein grünes Blatt bekommen? War das ein grünes Blatt? Ich weiß es gar nicht. Nee. Brauchen also ein blaues Blatt und zwei grüne Blätter. Okay, gut. Also müssen wir dann grüne Blätter farmen gehen, wenn wir draußen sind aus diesem Bunker bzw. Ruine. Da ist was Rotes drin, ne? Irgendwas ist da feindlich markiert. Boah, Alter! Meine Fresse, das geht aber heute wieder... Meine Fresse, ey. Du scheiß Krokodil. Boah, Alter, ey. Ey, das war richtig fies von den Säcken hier. Also Ubisoft, ey, das... Alter Schwede, ey. Komm, das nehmen wir gleich mit, das Krokodilleder, wenn wir schon dabei waren. Meine Fresse, ey. Ich sterbe noch am Herzinfarkt, wenn ich dann so weitergeht. Erst die Schlange, jetzt das Krokodil, was sich so versteckt hat. Als nächstes kommt bestimmt noch hier irgendeine Rasierklinge runtergefallen, dann bin ich tot. Ich nehme erstmal eine Schotti in die Hand. Meine Winchester. Hab doch schon wieder irgendwas gehört. Irgendeine Schlange ist schon wieder hier in der Ecke. Okay, Jason, denk an Indy. Das Siegel kann ich sicher drücken. Was, denk an Indy? Okay. Wo geht's denn hier hin, Mensch? Geheimnis, Geheimnis. So, Beuterucksack voll, na super. Ich dachte, da war was Besonderes oder sowas, aber nein, eine beschissene Pflanze. Also, wieso ist eigentlich unser Rucksack voll? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Alter, 64 Plätze belegt. Ist ja krass. Ja, freu dich mal nicht so früh. Denn so einfach wie das jetzt gerade aussah, wird es bestimmt nicht mehr werden. Bestimmt kommt gleich so eine brennende Kugel auf uns zugeflogen oder Lara Croft kommt gleich hinterhergelaufen und wird uns umbringen. Ja, super, es kommt ein Labyrinth, da war ja klar. Ach Gott. Na gut. Dort kommen wir ja. Da geht's nicht weiter, also geht's nur noch hier lang. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, muss ich sagen. Wenn ihr die locker so ein Lara Croft oder so ein Tomb Raider Easter Egg einbauen könnt, vielleicht kommt das ja noch. Oder vielleicht gibt's auch sowas wirklich. Das geht aber, da geht's aber tief runter. Ja, das. Das gibt's nicht. Hab ich verkackt jetzt? Nee. War so gewollt, okay. Da bin ich ein bisschen tief gefallen. Ja, doch. War schon einiges. Ich muss bestimmt auf den Vorsprung. Da geht's zwei weiter. Zwei Schalter, einfach. Zwei Schalter. Oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht irgendeine Falle oder sowas. Wäre echt uncool. Na super, das Ding ist blockiert. Ey. Komm schon. Ja, super, ey. Siehst du mit der Tür aus? Ja, die geht wenigstens auf. Die Stange sieht verrottet aus. Das ist sie auch. Deswegen schießen wir einfach mal drauf. Und nochmal. Und nochmal. Das Wasser steigt also. Also, so hoch ist es gar nicht gestiegen. Ich dachte, es geht jetzt bis ganz hoch oder so. Das kann doch bestimmt nicht durchschwimmen, oder? Ja. Kann man da vielleicht auch schon hoch? Ich geh erstmal hier lang. Irgendein Weg wird schon richtig sein.
Das sollte funktionieren. Zack, hoch, nicht getroffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das sollte erstmal reichen. Das muss ja, ja, wollte gerade sagen, das muss ja wenigstens reichen für den Wasserspiegel, dass wir wieder hier rauskommen. Da bestimmt irgendwo Fallen verteilt. Irgendwas muss noch kommen hier. So einfach kann das doch gar nicht sein, glaube ich. Also irgendwo müssen irgendwelche Fallen sein. Eine Bodenplatte oder sowas. Ist es das, wonach ich suche? Scheiße. Aua. Ja. Hätte man erwarten können, dass hier irgendwas einstürzt, deswegen müssen wir jetzt bestimmt ganz, ganz schnell hier raus. Alter Schwede, sieht das geil aus. Mein lieber Scholli. Das sieht echt cool aus. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier runter? Ist ja bestimmt keine Leiter oder der Art. Ja, wohl gerade. Okay, gut. Schön langsam. Ich frage mich, ob im Schiff dieser Dolch drin sein könnte. Oder auch nicht. Okay, also das war's also schon. Oh, ich hätte gedacht, wir können das dort noch erkunden bei dem Schiff. Wie findest du mich immer? Ich weiß. Du hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Helen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte, aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hä? Na fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitte dich mit Keith. Ich hab nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Wäre, glaube ich, das Einfachste herauszufinden, wenn wir dran stecken. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich sehe dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Nee, du. Ja, sag mal das Ziel doch mal. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hinlaufen muss. Bestimmt so Zitra oder Systra, wie die heißt. Sister, wie die hieß. Ich hab keine Ahnung mehr, irgend so ähnlich. Sprich mit Buck. Haben wir doch gerade gemacht. Ja, nee, ich dachte eigentlich, wir könnten jetzt wieder in die Höhle reingehen, aber das war dann doch. Na gut. So, wir müssen jetzt nochmal das Zeug verkaufen, was wir hier bekommen haben. Wo ist denn Buck? Buck ist hier drüben. Okay, wir sind. Wo sind wir? Hier sind wir. Gut, dann könnten wir eigentlich. Was ist ein Hundesoldat? Mal nach Bedtown reisen. Und unser Zeug in Ruhe verticken. So, was haben wir denn da Schönes? Schnellverkauf, wie viel bekommen wir? 540, ist aber ganz schön wenig, muss ich sagen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von drauf vorgestellt. Und die Fälle behalte ich einfach mal so. Die können wir bestimmt noch gebrauchen. Ja, da würde ich sagen, ich schaue gerade auf die Uhr. Lass uns an dieser Stelle einfach bleiben und machen dann in der nächsten Folge mit Buck weiter. Mal sehen, was wir dann auf unsere Suche finden, wahrscheinlich den Dolch oder vielleicht noch so ein komischer Kompassring. Mal gucken, mal gucken.
Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und genießt den restlichen Tag. Tschüss!